Weiter geht es mit einer neuen Folge Pokémon Uranium. Und hier drüben stehen jede Menge Menschen rum. Apropos jede Menge Menschen, ihr da draußen, ihr seid so großartig, wirklich. Ganz viel liebe Kommentare, Kritik und Bewertungen. Und viele haben sich gewünscht, dass ich an die Seite noch meine Pokémon packe, die ich gerade mit dem Team habe. Und genau das habe ich getan. Wer jetzt nach rechts blickt, der sieht mein aktuelles Team. Natürlich wird das Ganze immer wieder aktualisiert. Ansonsten hat jemand geschrieben, geh mal in ein Geschäft rein. Dort gibt es eine ganz, ganz tolle Überraschung für dich. Aber welches? Welches weiß ich nicht. Er hat nur gesagt, geh mal in den Laden, rede da mit einem Ranger und du bekommst eine ganz, ganz tolle Überraschung. Okay, Pokéball sollte ich mitnehmen. Ich habe keine mehr. Gibt es auch kleinere Schritte? Okay, hier. Wir nehmen mal... Ja, 9 Stück. Ja, 9 Stück finde ich gut. So, dann Tränke vielleicht auch noch mitnehmen. Aber die billigen. Auf jeden Fall die billigen. Ja, komm, nehmen wir 7 Stück mit. Noch reichen die billigen. Gut. So, dann bin ich raus. Verkaufen müssen wir nichts, denn... Wer nichts hat, der kann nichts verkaufen. Allgemein soll es sich lohnen, hier mit den Leuten ein bisschen zu quatschen, denn die schenken dir ab und zu richtig gute Sachen. Ja. Und hier bekomme ich TM45. Aber diese ganzen Attacken, die gebe ich erst später, denn ich finde, am Anfang lohnt es sich nicht so sehr, weil ich halt nicht weiß, welches Pokémon bleibt im Team. Und welches fliegt irgendwann raus? Hey! Ja, das war wie damals in meiner Kindheit. Bloß, dass ich eben rot hatte und meine Schwester blau. Wie gesagt, Chlorak kennt Team Glumanda bis ans Lebensende. Ist immer noch einer meiner Lieblinge. Ich glaube, Chlorak ist immer noch die Nummer 1. Shiggy mochte ich nie. Der war immer so arrogant. Oh, Moment, hier kann ich meinen Namen verändern. Den Spitznamen. Da war ich eben gerade so schnell mit dem Rumgeklicke. Guten Tag. Jo, wie geht's? Und hier oben noch jemand. Noch ein kleiner Junge. Aha. Okay, ich würde dann Barchan bekommen. Aber ich habe keinen Fortok. Tja, irgendwann komme ich zurück. Wenn ich einen habe, dann tausche ich gegen das Schäfchen, das schwarze Schäfchen. Ich glaube, das ist auch relativ niedlich. Barchan. Shaun of the Sheep. Der hier drüben, mit dem haben wir schon gesprochen. Die Oma, die hatten wir auch schon. Tja, hier geht's zur Arena. Hey, yo, was geht? Genau, Maria. Okay, ich habe ihren Schlüssel bekommen. Southeast. Hatten wir nicht ein Haus, das verschlossen war? Maria ist die Trainerin. Die Leiterin. War das hier? Oder nebendran? Ich glaube nebendran. Der alte Mann mit dem Cup of Joe. Genau. Kiesmon ist drin. Kein Einbrecher, alles legal. Ach, die war noch am Schlafen. Wer bist du? Was machst du in meinem Haus? Und wie bist du reingekommen? Die Tür war zu. Du hast eine Kopie von meinem Hausschlüssel? Gib mir den. Alles klar, wir geben ihr den Key. Keys, gib den Key. Scheint wohl ein Stalker zu sein. Der größte Fan aller Zeiten. Nee, ich bin kein Fan. Ich bin Trainer und ich will den Orden. Alles klar.
Wir können sie treffen. Aber vielleicht kann ich hier noch ihren Kühlschrank plündern. Nein? Kann ich hier hin? Na gut. Keine Plünderei. Also ich muss irgendwann zu irgendeinem Geschäft, das ich wohl jetzt schon finden kann. Und dort kann ich ein Pokémon mitnehmen, wie es scheint. Also ein besonderes Geschenk. Du hier? I have no idea. Egal, jetzt gehen wir erstmal hier oben hin. Ich habe eh ein ziemlich gutes Team. Jo, was geht's? Ach, der war früher mal der Champion. Ach, sie war mal... Okay, okay. Aber sie hat kein Interesse, berühmt zu sein. Und sie will ein normales Leben und nicht mit solchen Freaks wie ihm da oben, Fatty McFettsack, zu tun haben. Alles klar, komm schon, Lady. Deine Lebensgeschichte interessiert niemanden. Wir wollen kämpfen. Alright. Ja, Entschuldigung angenommen. Also, wie sieht's aus? Können wir reingehen? Alles klar, genau deswegen bin ich hier. Um dir meine dicken, fetten Skills zu zeigen. Yo, Dude! Howdy! Normal? Normal war doch auch ganz gut gegen Boden, oder? Also, Boden war gut gegen Normal. Oh, ich bekomme frisches Wasser. Gut, der Erste. Alles klar, dich hau ich weg, Brillenschlange. Nix gegen Menschen mit Brille. Ich bin nur ein bisschen aggressiv. Das ist eben so, wenn ich in der Arena drin bin. Level 8. Oh, bist du niedlich. Ich bin ein kleines bisschen überlevelt. Bada boom. Nope. Alles klar, das Ding fliegt, dann Scratch. Was zur Hölle? Au! Nicht schlecht für Level 8, oder? 99. Als her damit. Nochmal schön hier reingekloppt. Naja, danach heilen wir uns. Ist ja kein Thema. Ich habe ja Tränke dabei. Und hier. Der sollte erledigt sein. Ich bin so auf die Entwicklung gespannt von Crozart. 180. Mehr bekomme ich nicht. Die Trainer da unten haben mehr gegeben. Die haben 400 oder 600 sogar gegeben. Myla. Burby. Ein schneller Angriff. Aber dafür, dass wir hier so einen sehr hohen Levelunterschied haben, hauen die trotzdem gut rein. Oder? Was meint ihr? 5 Schadenspunkte? Ist gar nicht mal so wenig. Wäre ich jetzt Level 10, ich glaube, der würde mich wirklich fertig machen. Ich bin beinahe tot. Burby down. Ja, wir wechseln einmal hier. Level 12. Oh, die ist aber niedlich. Nimm mal so einen Hieb. Bam. Zieht absolut gar nichts ab. Okay, der ist auch erst Level 12. Obwohl, eigentlich müsste ich eher sagen sie. Denn sie ist ein Weibchen. Nein, ich schlafe. Shit.
Komm schon, wach auf! Sehr gut. Hat Gott sei Dank nicht besonders lange angehalten. Ah, Stahl, steckt es weg. Keine Chance. Miau. Alter, die depressive Katze. Miau. Geldmäßig bringen die hier gerade nicht so viel. Und jetzt gehe ich lieber hier ins Center runter. Bevor ich hier meine Tränke alle verklopp. Aus dem Weg. Ich bin wichtig. Ich bin offizieller Pokémon-Trainer. Ja, das bin ich. Offiziell. Und wir flitzen wieder zurück. Gott sei Dank kann man sprinten. Ein wahrer Segen. Gut, der erste Orden. Er wird mein sein. What's your name? Kismon, I like it. I am Mariah. Normal type, okay. Spezialisiert auf Typ normal. Aber ich weiß das bereits, natürlich, natürlich. Und sie war mal der Champion von der Gegend hier. Aber jetzt ist sie alt. 19 Jahre ist sie mittlerweile. Zu alt, um Pokémon-Trainer zu sein. Da fängt man an mit 11. Und mit 19 ist man im Grunde schon Rentner. Kismon versus Mariah. Alles klar, Level 10. Plopp. Immer hier die schnellen Angriffe. Die gut reinhauen. Die richtig gut reinhauen. Mega mies. Komm schon, scratch ihn tot. Aber ich nehme hier regulären Schaden. Das ist nicht mal sehr effektiv oder sowas. Hier, zack. What? 12 Schadenspunkte? Ja, leck mich doch fett. Ja, wir wechseln. Und zwar nehmen wir dich hier. Komm schon, Kätzchen. Flieg und Sieg. Bio-Cat. Gegen sterbende Straßenkatze. Lebensraub. Klonk, klonk, klonk. Und wir machen den Rankenhieb. Alter, die Mucke geht ab, hä? Huh? Allgemein, der Soundtrack ist eigentlich ganz gut. Oh nein, schon wieder. Kaffee, ich brauche einen Cup of Joe. Und die Katze ist wieder frisch. Ja, aber der Lebensraub hier, der ist schon ganz schön mies. Und wir sind wieder da. Komm schon. Jetzt hau ihn weg. What? Müssen wir hier wechseln? Moment mal. Nee. Shit. Ich bin verliebt. Die Hormone. Die verdammten Hormone. Wie lange hält das an? Jetzt schlafe ich sogar schon wieder. Das ist fies. Das ist richtig fies. Ich meine, ich gewinne so oder so. Trotzdem, mega fies. Nach und nach sauge ich die Katze tot. Komm schon. Immer noch verliebt. Trotzdem. Jetzt wird gekratzt. Der Liebesakt der Katze. Komm schon. Nice. Miau. Level 13. Cool. Metal Claw. Ja.
So, Moment. Metal Claw. Steel. Crawl könnte man verlernen. Ich glaube, wir nehmen sogar Crawl. Es gibt später. Das ist eine Mischung aus besser und später. Ich wollte sagen, es gibt später bessere Fähigkeiten, um Angriff zu senken. No. Wow. What the? Holy. Oh my gosh. Komm schon. Okay. Very good. Ja dann. Metal Claw. Ja, die dicke, fette Katze, die hält eine Menge aus. Ach, ich schlaf schon wieder. Egal, wir ziehen's eiskalt durch. Bio Kitty wird das überstehen. Wir bekommen gut Lebensenergie zurück. Also hier lohnt es sich gerade wirklich, dass ich Stahl bin. Beim ersten Orden hat man auf jeden Fall mit dem Pflanzenstarter-Pokémon gute Chancen. Komm schon, wach auf! Wach auf! Vier bekommen wir hier. Na, ist nicht schlecht. Yes, endlich! Und jetzt... Erledigt. Alter, nicht schlecht. ...1200 und natürlich habe ich den Orden verdient. Glückwunsch! Ich habe den Spirit. Eye of a Tiger. Obtained. Damit mache ich andere Pokémon liebesbesessen. Tja, viel Glück, Dankeschön. Gut, dann machen wir die Rasselbande mal frisch und dann gehen wir da drüben hin. Denn da wird es weitergehen, irgendwie. Mal sehen, wie wir die Menschenansammlung auflösen können. Moin, moin, moin. Ja, einmal bitte die ganze Bande hier wieder revitalisieren. Die haben sich's verdient. Ich habe eben gerade einen Orden gewonnen. Mama wäre stolz, wenn ich nur wüsste, wo sie ist. Aber Oma, Tante. Die wäre auch stolz. Was ist hier los? Okay. Heute wird die Station geöffnet. Und du hier, du bist doch der größte Fan, oder? Tja, wie es scheint, hier geht es nicht weiter. Was haben wir hier? Das sind die Ranger. Die Poker Ranger. Okay, die beschützen die Unschuldigen. Welch wunderbarer Beruf. Was haben wir hier Schönes? Was bist du? Irgend so ein Reaktor. Oh, nice. Gratis. Nehme ich immer gerne mit. Gut, wir haben den Orden. Aber wohin geht es nun? Hier drüben ist auch Ende im Gelände. Na, Kumpel.
Also ja, man merkte schon, es lohnt sich, mit den Leuten hier zu reden, denn man bekommt hier und da schon mal was Gutes zugesteckt. Aber wo bekomme ich denn jetzt hier meine ganz besondere Überraschung? Ach nein, er hier. Tommy. What? Du hast gewonnen? Unmöglich. Ich dachte, ich würde sie als erstes besiegen. Das ist unfair. Aber das ist komplett egal. Denn wenn ich dich besiege, dann beweise ich, dass ich der Stärkere bin. Alter! Tommy, dann zeig, was du kannst. Gar kein Problem, Crozat. Der wischt mit dir den Boden auf. Sehr effektiv, oder? Yep. What? Oh, der hat so einen Schutz. Okay, den kann man gar nicht one-hitten. Fies. Egal, jetzt bist du weg. Nicht schlecht. Aber keine Chance gegen mich. Das war's. Alter. Du bist mega schwach. Du bist voll der Lappen, Tommy. HM06. Rock Smash. Oh, das ist gut. Mit HM06 kann ich nämlich die Steine entfernen. Or Hidden Machine. Okay, damit können wir die Steine zerdeppern. Bumbo. Alter, was für ein Name, oder? Bumbo. Bambo. An den Namen werde ich mich nie gewöhnen. Gut, schauen wir mal rein. Das müsste hier mit drin sein. Oder? Items. Key Items. Battle Items. Mail. Berries. Hier. Rock Smash. Use. Yes. Ja, warum nicht, oder? Ja, wir nehmen auch hier den Heuler. Weg damit. Und wir können Rock Smash. Nice. Wo waren jetzt Steine, die wir zersmashen müssen? Ich glaube, hier drüben war nichts. Hier komme ich ja durch. Aber irgendwo unten war doch noch was. Es gab doch noch eine Route, wo ich noch nicht hingekommen bin. Wir flitzen einmal hier durch. Und gehen ganz schnell noch hier in den Shop rein. Vielleicht bekomme ich hier mein super tolles Secret. Und bekomme ich hier irgendwas? Du da? Dang! Dangly Doe. Nichts für mich. Okay, hier gibt es nichts. Warte mal, hier drüben ist auch nichts. Alles klar, hier. Die können wir wegkloppen. Yep. Rock Smash! Und ein Bällchen. Rock Smash. Und noch ein Bällchen. Ein Supertrank. Und irgendwas hier. Rock Smash. No! Was hat der? Wasser-Pokémon? Ein Angler?
Level 12, wie niedlich. Wie mega niedlich. Nutzlos. Aber man sieht schon, es gibt auch ein paar alte Pokémon. Nicht nur neue. Yes, Level 17. Nice. Oh, Moment. Ah, der Sandangriff ist aber auch nicht schlecht. Okay, wir nehmen den Scratch, oder? Was meint ihr? Ja, komm. Und weg damit. Ja, wir switchen. Und zwar ihn hier. Dann bekommen wir hier noch ein Level up. Miau. Alles klar, Rankenhieb. Boom. Nutzlos. Ich würde gerne mal wissen, wo kann ich so einen Vortalk fangen? Kann ich den angeln? Wahrscheinlich Gift und Wasser. Level 14. Na also, läuft doch. Brandon, sorry, aber you lose. Ja, wieso nicht? Ruf mich an, wenn du dich ein bisschen hauen willst. Okay, die Folge ist eigentlich schon wieder vorbei. Aber, weil ich euch lieb habe, machen wir den hier noch platt. So. Crozart! Alter. Der ist wirklich mein Bester bis jetzt. No. Gut, hier machen wir mal den... What? Ach ja, natürlich, ich Idiot, klar. Nicht sehr effektiv. Naja, ist auch fliegend. Gift und fliegend. Ob wir den hinbekommen? So. Smog. Ha, daneben. Boom. Ja, komm, den schaffen wir, oder? Wenn es mies wird, nehme ich halt noch einen Trank. Au. Okay, es wird mies. Nein, ich wollte einen Trank. Daneben. Okay, noch einen Schlag, dann habe ich hier gewonnen. Ah nein, er trifft mich. Da geht er down und wir bekommen 141. Run, run, run. Gut, Leute, wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge Pokémon. Wie immer, danke fürs Zusehen, Bewertung nicht vergessen. So könnt ihr die Projekte allgemein immer am allerbesten unterstützen. Und ich freue mich, wenn ich sehe, dass die Leute am Ball bleiben. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.